Oh, und damit herzlich willkommen zum Entscheidungsspiel des zweiten Halbfinales des Hühnerfutterturniers. Und zwar des Spiels Wazir Schlange gegen Nisa Schwein. Diesmal andersrum angesagt als sonst, aber ich mach's gerade so, wie es mir gerade in den Sinn kommt, bevor ich irgendwas verhaspel. Aber ja, wir haben das finale Spiel. Es steht 1:1 zwischen den beiden. Und mit diesem Spiel entscheidet sich, nun, wer ins Finale zieht beim Spiel um Platz 5. Es hört sich eigentlich so mega dramatisch an mit Halbfinale, Finale. Aber am Ende geht es nur um die genauere Platzierung der unteren Ränge. Aber hey, das ist ja zumindest auch schon mal was. Zumindest nicht der Schlechteste zu sein, ist durchaus auch schon mal eine Errungenschaft, muss man durchaus sagen. Aber gut, dann würde ich sagen, lassen wir das Spiel beginnen. Ihr seht, Abstand Nisa Schwein ist um einiges größer. Da habe ich mal wieder einiges an Feinjustierung gemacht, mich eine Weile dran gesetzt und geschaut, wie die Abstände am besten sind. Und wir legen los. Wir haben Wazir Schlange unten links und Nisa Schwein oben rechts. Kann man gleich ein bisschen schneller losgehen, dass die Leute ein bisschen vorankommen. Und ja, Schwein, Nisa nebeneinander ist immer ein bisschen schwierig, weil beide protzen gerne mit ihren Burgen. Dementsprechend hat dann Nisa eine kleinere bekommen. Ich glaube, das habe ich ja schon mal beim ersten Entscheidungsspiel, wo Nisa Schwein gespielt haben, genau erklärt, dass ich eine der Burgen dann doch rausgeschmissen habe, die zu groß war einfach, dass, egal welcher Verbündete es ist, niemals daneben hingepasst hätte auf dieser Map. Dementsprechend habe ich die kleinere trotzdem sehr gute Burg genommen. Nur mit dem Ausgang vorne. Also einzige, was die Burg schwächer macht als die allererste, die A-Burg, die ich für Nisa nehme, ist, dass das Tor aus Frontal ist und nicht hinten. Wegen Wirtschaftswegen. Ansonsten ist die trotzdem ziemlich gut. Beim Schwein. Also an sich können wir mal die Bogenzahlen durchgehen. Beim Nisa haben wir wieder die Nummer 5 ist das diesmal. Die 1 habe ich ja rausgenommen, weil sie zu groß war. Dafür die 5 rein. Beim Schwein ist es die Burg Nummer 8. Die auch schon ein bisschen größer ist. Die mit den 2 Zugängen. Bei der Schlange die ikonische Schlangenburg. Mit deren Nummer. Welche Nummer war das nochmal? Die Nummer 3. Und was hier mit einem weiteren Sternchen, was auch immer, was auch sonst, mit der Burg Nummer 6. Hier sind übrigens die Abstände nahezu perfekt aufeinander abgestimmt. Und zwar so, dass zwischen Schwein und Nisa ganz kleines bisschen Streifen noch frei ist für die Wirtschaft. Da habe ich jetzt lange anpassen müssen, dass es genauso hinhaut. Und bei Wazir Schlange habe ich auch ein kleines bisschen optimiert, dass beide ihre Gebäude bauen können. Zumindest eine Bäckerei vom Wazir wollte nicht gebaut werden. Und wir haben einiges an Geplänkel in der Mitte gerade. Also ich glaube, hier wird wieder gewaltig um die Farm gebettelt werden. Und da wir hier an sich ziemliche Spammer haben, also wir haben Schlange, Wazir, die Bogenschützen rausdrücken, vor allem Wazir mit Berittenen. Wir haben den Nisa, der massiv viele Bogenschützen raushaut und das Schwein, was da durchaus auch immer wieder mit Armbrustschützen rauskommt. Also da in der Mitte wird bestimmt jede Menge gebettelt. Und ja, ich habe die, also wie ich sie aufstelle, ist jetzt eigentlich egal. Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist, wen der Nisa angreift. Und da habe ich dann doch mal den Wazir gegenüber genommen, weil das, wie ich finde, ein bisschen fairer ist, im Sinne von, das macht eh keinen so großen Unterschied. Ich habe es jetzt hauptsächlich tatsächlich weniger dran gedacht, wer gegen was effektiver ist, sondern mehr im Sinne von, wie die Burgen besser nebeneinander passen. Weil, andersherum, mit Schwein Nisa hätten die nicht wirklich hingepasst. Weil man sieht bei diesen Nisa-Burg, die geht ein bisschen mehr in diese Richtung. Und wenn man die jetzt tauschen würde, dann würden die sich wieder ineinander einbauen. Und hier seht ihr, was ich gemeint habe. Es ist ganz kleines bisschen Platz, dass die Leute noch zwischendurch laufen können, was die Wirtschaftsleistung mal ein bisschen positiv beeinflusst. Klar ist es natürlich ein Schwachpunkt in der Defensive, wenn der Gegner jetzt mehr Möglichkeiten hat, die Burg zu umrunden, statt einmal außenrum. Aber ich finde, ein bisschen bessere Wirtschaft geht vor den kleinen defensiven Bonus. Ja, die Schlange und Wazir jetzt das Schwein am Angreifen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Ordentlich Bogenschützen, Katapulte, Tribocke, einige Schwertkämpfer dabei. Wird ihn jetzt nicht finishen, aber es könnte ein bisschen wehtun. Ich bin jetzt echt nicht in Geschwindigkeitsrausch, mir kommt das immer noch so lahm vor. Okay, die Eisenlieferung wird wahrscheinlich trotzdem ankommen. Oder der despawnt jetzt irgendwann. Wir gehen außenrum. Ach, es waren sogar zwei. Und ja, hier unten
bei Vasir Schlange ganz knapp noch so abgepasst, dass noch diese eine Bäckerei, die hat nämlich sonst nicht hingepasst, noch reinpasst. Und da ist jetzt auch alles Paletti. Alright. Was sagen die Wirtschaftszahlen? Oh Gott, alle haben schon die ganze Knete rausgedroschen. Heieiei. Ich glaube, das meiste geht ja wirklich durch die Patrouillen gerade drauf, weil hier in der Mitte wird jede Menge geschossen. Aber so soll es ja auch sein. Wir wollen es auch ein bisschen spannend haben. Speichern. Also die Armbrustschützen sind natürlich sehr durchschlagskräftig und halten auch gut was aus. Aber oftmals, also gegen europäische Bogenschützen im Duell geht's. Gegen arabische Bogenschützen haben die echt ein Problem. Einfach weil die so schnell schießen und weil viele Armbrustschützen schon tot gehen quasi, bevor sie den ersten Schuss absetzen können. Das ist oftmals ziemlich gemein. Also Armbrustschützen sind nicht immer die Lösung für alles, denn sie sind eben langsam und schwerfällig. Zur Verteidigung optimal, für draußen rum, Patrouillen und so, nicht unbedingt immer die beste Wahl. Da macht es der Wolf schon richtig, dass er die nicht dafür einsetzt. Der benutzt Armbrustschützen nur für die Verteidigung und für den Angriff, aber nicht für Patrouillen. Und auch für den Angriff, muss ich sagen. Ja gut, für den Angriff schwierig. Also wenn sie da mal richtig schießen können, dann machen sie viel Schaden, aber oftmals sterben schon unglaublich viele vor dem ersten Schuss. Also Bogenschützen, die sich mit am besten für den Angriff eignen, sind, wie ich finde, die arabischen normalen Bogenschützen und die arabischen berittenen Bogenschützen. Ich sag einfach nur berittenen Bogenschützen, es gibt ja nur die arabischen. Die eignen sich für den Angriff eigentlich als Schützen am besten. Europäische Bogenschützen und Armbrustschützen haben einfach eine zu langsame Feuerrate, um irgendwie was rauszuholen. Ui, die Schlange hat es geschafft anzuzünden. Das tut natürlich weh. Jetzt kann die Schlange endlich mal ein bisschen flexen hier mit den Fackelkünsten. Hier vom Kalif beigebracht. Ich glaube, die Schlange war irgendwann mal so Praktikant beim Kalifen oder so. In längst vergangenen Zeiten. Oh, Angriff von Schwein und Nizar diesmal. Heute ist Tag der Teamangriffe. Die gehen sogar beide auf den gleichen, wie es aussieht. Oder auch nicht. Nee, doch. Ah, aber das meiste fackelt hier einfach ab. Jetzt ein paar Katapulte. Rutscht schon wieder irgendwas an. Ach nee, da vorne. Dachte schon fast schon wieder hinten beim Schwein. Ich glaube nicht, dass der Ochsenjoch arbeiten kann. Auch nicht schlecht. Aber gut, versaute Ochsenjoche ist ja KI-Spezialität. Das ist ja nichts Neues. So rum. Okay. Oh, halbwegs ordentlicher Angriff vom Vasir. Oh Gott, Junge, fuck die bloß nicht diese Getreidefarm ab. Das tut mir schon beim Zusehen weh. Oh mein Gott. Ah, okay, zum Glück brennt die schnell. Stell dir mal vor, die hätte jetzt einfach die gesamte Angriffsarmee weggefackelt. Der einzige Grund, warum die arabischen Schwertkämpfer überhaupt nur ein bisschen weit kommen, ist ja, dass der Patch die ein kleines bisschen gebufft hat, weil vorher die hatten ja so wenig Armbrustschüsse aus, das ist ein Witz. Oh, das sind ordentlich berittene Bogenschützen, der Vasir bräuchte bloß. Boah, Alter. Ich frag mich ja, welche KI. Also ich meine, es gab ja schon mal so diese Challenge, wo die Leute gesagt haben, okay, welche KI, also wie viele Ratten braucht es für einen Wolf? Ich meine, da ist es immer wieder abhängig davon, wie viel Startgold und so. Aber wie viele Ratten... Ich bin gerade überlegen, ob es irgendeine KI gibt, die mehrere Vasire aushalten kann. Weil wenn man sich bedenkt, was da an berittenen Bogenschützen kommt, da kann die Verteidigung noch so stark sein, das wird auf Dauer einfach so richtig dezimiert. Also 3 bis 4 Vasire könnten, glaube ich, jede KI, wenn es alleine ist. Okay, es ist halt... Ich meine, 3 bis 4 von der KI, die schon wirklich in dem hohen Tier ist, ja klar, machen die jede andere KI einzeln kaputt.
Aber ich glaube auch ein voll ausgebauter Wolf mit seiner vollen Verteidigung. 3, 4 Vasiere, die da mit Brit und Bogenschützen die ganze Zeit nerven und reinreiten, das tut weh, glaube ich. Wir werden überfallen! Ja, aktuell noch jede Menge Geplänkel in der Mitte. Große Angriffe kommen gerade nicht. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Muss ja irgendwann mal was passieren hier. Ja. Ah, die Schlange kommt mal wieder. Und das Schwein? Ne, das sind nur ein paar Patrouillen. Ich würde gerade sagen, und das Schwein auch. Die Lanzenträger kommen erst recht nicht weit. Und die sind ja auch schon gebufft, dass sie nicht sofort mit einem Schuss sterben. Das ist so übel. Das sind die Einheiten, die schon übelst Armbrustschützen anfällig sind, sogar schon gebufft wurden und die fallen trotzdem noch wie die Fliegen. Aber mehr kannst du nicht machen, ohne dass das Balancing komplett kaputt geht. Sonst werden Einheiten wie die arabischen Schwertkämpfer im Vergleich dann zu stark. Also wenn die jetzt noch ein paar Schüsse mehr aushalten, Armbrustschützen, dann sind die im Vergleich einfach zu stark. Ach, der Fehler mal wieder. Und übrigens, das sind alles Stirberlisten, oder? Vom Vasier. Ja, Junge, schick dir mal voran. Wenn du da beim Schwein mal reinfallen könntest damit, du könntest ihm alles von den Türmen snipern. Ja, ich glaube, das macht er sogar langsam. Oh, da wurde was überbaut wieder an Truppen. Soweit ich weiß, kann die KI ja nur ihre eigenen Truppen überbauen. Stell dir mal vor, man könnte das beim Feind machen. Also KI macht das beim Feind so. Ha, mit dieser Armee werde ich dich blub, alle durch so eine Apfelform überbaut. Ey! Vasier, gib mir meine Legionen zurück. Okay, die Balliste hat einfach nichts getroffen. So viel zum... Gott, da kommen ja gleich die nächsten drei. Was zur Hölle? Warte. Irgendwie... treffen die Ballisten gerade nicht. Eigentlich haben die Ballisten eine fast perfekte Zielgenauigkeit, selbst bei Gegnern auf Türmen. Aber hier ist das irgendwie anders. Irgendwas. Irgendwie sind die vom... ja. Irgendwie sind die besonders vom Glück gesegnet gerade da oben. Gott, was für ein Patrouillenkrieg. Okay. Mal kurz wieder hochgehen, bis das nächste Ereignis stattfindet. Das nächste Event. Also, das hier Schlange wird ordentlich am Geld horten. Also, das können sie. Das müssen wir ihnen wirklich lassen. Das können sie. Oh. Schaut mal, wie lustig das aussieht auf der Minimap. So, Schlangenbogenschützen und die haben den gleichen Ort sind die versammelt. Habe ich eigentlich... Stimmt. Hatte ich nicht für eine der Karten sogar noch extra diese Furten entfernt gehabt? Ich weiß es. Das war noch beim Turnier, bevor ich in den Monat Pause gemacht habe. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich die Furten noch ganz am Ende entfernt hatte, weil die Probleme hatten oder nicht. Aber sollte eigentlich so gehen. Ich werde mir danach nochmal, wenn es so war, werde ich es fürs nächste Match nochmal anpassen. Da hatte ich die aktuelle Version der Map nicht wirklich gespeichert gehabt. Weil ich mache so häufig Map-Anpassungen und nehme dann nochmal vorige Versionen her und überarbeite die nochmal, dass ich da auch mal gerne mal den Überblick verliere zwischen meinen Versionen. Oh, Doppelangriff. ich gehe wieder. Tschüss. Was? Oh, jetzt kommt noch der Angriff vom Schwein, aber der wird hier... Uiuiui, wird er abgefangen. Feuerwerferalarm. Wenn jetzt die ganzen Bogenschützen damit vormarschieren würden, die könnten da gut räumen. Dass die Schwertkämpfer was anrichten könnten. Aber so kommen die wohl nicht weit.
Aber gut, ein Armbrustschützen getötet. Zwei Armbrustschützen getötet. Immer besser als die meisten Angriffe, die viele KIs machen, wenn sie gegen Armbrustschützen anrennen. Bei denen einfach... Ui! Irgendwas wurde aufgemacht. Ach nee, das Torhaus, was da auf... Hä? Aber hey, mit dem Bogenschützen plus die arabischen Bogenschützen von der Schlange, das kann echt was bringen. Ein bisschen was zu schießen tun sie. Aber Nisa hilft von der Seite mit. Man darf nicht vergessen, diese Burg hat einen riesigen Vorteil. Der Turm schützt halt die Schützen hier perfekt. Die, gut, perfekt, ein bisschen Schaden haben sie bekommen, aber die halten wahrscheinlich schon seit Anfang des Spiels. Wir können da schön raussnipern. Ah, okay, durch die... Also, aber da frontal, da kam fast nichts durch. Und die können zurückschießen, das können sie. Die können da rausschießen. Okay. Aktuell war sie hier Schlange häufiger am Angreifen und damit stärker am Truppen aufbauen. Oh, jetzt... Ich wollte gerade sagen, man kommt denn was vom Lisa? War das was oder waren das Patrouillen? So ein Patrouillen, okay. Der große Krieg um die Mitte. Wahnsinn. Obwohl jetzt mittlerweile... Okay, Farmen sind ja immer noch. Aber das Holz ist langsam schon weg. Und so viel. Gut, hier sind noch Reserven, klar. Aber ansonsten... Hm. Sagen irgendwo ein Angriff, aber ich habe nichts mitbekommen. Aber Vasir ist wieder am Sammeln. Die Schlange wird wahrscheinlich auch... Das ist ja das, wieso Vasir und Schlange so häufig Teamangriffe machen, weil die halt auch ähnlich lange brauchen, um ihre Armeen zu sammeln. Da ist die Verzögerung nicht sehr hoch zumindest. Die Schlange müsste auch bald wieder angreifen. Ah, jetzt funktioniert das mit den Geräten aber besser als vorher. Wenn sie jetzt nicht zerstört werden, einfach sofort. Aber hey, jetzt... Okay, der Tribok hat aufgeschossen. Das ist natürlich sehr nützlich. Also die haben jetzt gut... Das könnte fürs Schwein sein. Ja. Also die arabischen Bogenschützen... die britischen Bogenschützen haben jetzt mega die Bresche geräumt. Okay. Das ging jetzt ziemlich fix. Eine Nachricht von Vasir. Sie fallen wie die Fliegen im Angesicht meiner Armee. Ja. Ich meine, der Nisa hat jetzt natürlich noch die Chance, den Vasir irgendwie in dem toten Winkel zu erwischen und umzunatzen. Aber ich habe bis jetzt nicht sehr viele Angriffe von ihm gesehen. Und das allergrößte Problem vom Nisa ist jetzt den Patrouillenkrieg gegen zwei Aggressive, gegen Vasir und Schlange, da zu gewinnen. Ist fast nicht möglich. Ja, ich glaube, wir haben unsere Entscheidung. Da müsste der Vasir schon... Da müsste schon wirklich mit dem Nisa ein Wunder passieren, dass der jetzt noch irgendwie das Ding gedreht bekommt. Also wenn er jetzt irgendwie den Vasir kaputt bekommen sollte, durch eine geheime Hinterrücksaktion, also er könnte ja irgendwie außenrum jetzt das Tor... Oh, ist das ein bisschen... Wird schwierig bei den Feuerwerfern, die hier sind. Aber wenn er es irgendwie schafft, das Tor aufzumachen und mit den Möchtenmördern durchzukommen, dann ist er ziemlich schnell aus die Maus. Mit genug Meuchelmördern, dann versteht sich. Speichern. Ja, Lisa wird zurückgedrängt. Und die Sache ist die, je stärker er bei den Patrouillen zurückgedrängt wird, desto mehr vernachlässigt er halt seine Angriffstruppen. Und wenn keine Angriffe kommen, nur Patrouillen rauszuschicken, wird den Krieg nicht für ihn gewinnen. Das wird einfach nur seinen Niedergang hinauszögern, aber das war's. Die einzige Möglichkeit, wie er das noch drehen kann, ist eben anzugreifen. Alles oder nichts. Quasi. Es kommt ein weiterer Angriff. Und der Tribok. Jetzt kann der Vasir auch mal wirklich gescheit seine Truppen aufbauen und dementsprechend auch Auchi. Ja, mit dem Tribok diese Türme zerschießen. What? Der hat die einfach durchgelassen. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Jetzt das Ding. Okay, das. Jetzt wird eine Menge Schaden angerichtet. Heiliger Bimbam.
Der Glöckner des Reiches. Des Königreiches. Der Heilige. Ui, und jetzt noch angezündet dazu. Autsch. Ja, ich muss sagen, das war ein richtig heftig erfolgreicher Zerwirbungsangriff. Jetzt kommen die Feuerballisten noch näher und snipern noch die ganzen Bogenschützen weg. Also Vasir ist gerade richtig am Abschnitzeln hier. Nee, da kommt keiner rein. Jetzt werden noch die ganzen... Also der Vasir hat gerade mit einem einzigen Angriff die gesamte Traumbubble vom Nizar, das Ding irgendwie noch zu drehen, sofort explodieren lassen, einfach den Atompilz hochgehen lassen, regelrecht. Ja, also zumindest kannst du in der Burg gut Kalorien verbrennen, muss ich sagen. Zusammen mit deinem restlichen Körper. Was davon übrig ist. Ja, ich glaube, da fehlt nicht mehr viel. Jetzt hat Nizar sogar seine Zugbrücke abgerissen. Was bedeutet, jetzt hat es sich selbst noch eingesperrt. Das ist übrigens der nächste große Nachteil von Zugbrücken tatsächlich. Nicht nur, dass sie das Spiel kaputt machen quasi, im Sinne von, dass die KI einfach nicht mehr weiß, was sie tun soll beim Angriff. Auch die KI, die sie selbst einsetzt, kann damit stark benachteiligt werden. Damals gab es ja noch vor den KI-Patches, gab es ja noch den Abriss-Bug mit Zugbrücken. Selbst ohne den Abriss-Bug, es kann eben vorkommen, dass die Zugbrücke zerstört wird oder das Torhaus und die KI ist eingesperrt. Die kommt nicht mehr raus. Jetzt kann sie es noch machen, aber hier und da gibt es wirklich die Situation, wo die KI sich einfach selbst einsperrt dadurch. Das ist... Also der Tripbock hat noch seinen Spaß da gerade. Also der Tripbock hat wirklich seinen Spaß. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Hat die Schlange eigentlich angegriffen einmal zwischendrin? Hab ich gar nicht mitbekommen. Aber hier an sich, hier muss nicht viel aufgebuddelt werden. Und Bogenschützen sind auch nicht mehr so viele da. Das müsste jetzt machbar sein, so langsam. Himmel, hat's den jetzt zerflext. Ja, einfach komplett zerbombt, ist einfach zurückgelassen. Und ja, jetzt ist eben dieser Punkt, den ich gesagt habe. Jetzt ist er halt ausgehungert, ne? Er bräuchte 10 Steine, um ein Tor auszubauen. Und dann noch das Holz für die Zugbrücke. Das hat er nicht. Jetzt schießt die Schlange noch ein bisschen. Aber hier, das ist das, was ich meinte, dass die KIs oftmals sowas wie Treppen und Mauern umsonst... Weil der hat keinen Stein. Der hat nicht ein einziger Stein vor uns lag, aber die Treppen werden trotzdem nachgebaut. Wie die Sklaven parallel gestorben sind. Als wäre das so eine Synchrondisziplin. Ja, ich glaube, das braucht noch einen Angriff mehr. Diese Pflanzenregel sind leider keine Buddeleinheiten. Also, sie können buddeln rein theoretisch, aber für die KI sind die nicht als Buddeleinheiten vorgemerkt. Das ist ja nur ein gewisser Teil der Armee, die zum Buddeln da sind. Was für ein Buddeln ist? Ich sag's mit dem Burgregen, ist an sich so eine Sache. Klong, 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 klong. Also sollten wir jemals nochmal ein weiteres KI-Turnier machen, dann würde ich mal wirklich darum bitten, ob es mal irgendjemanden gibt, der eine gefixte Version von den Burgen machen könnte, so ähnlich wie jetzt die gefixten Burgen von Evrae, die ich hauptsächlich verwende. Ob jemand gefixte Burgen machen könnte von allen, die Burggräben einsetzen. Bei denen einfach das Torhaus gelöscht wird und das Torhaus quasi zugänglich gemacht wird, aber dadurch wird eben das Torhaus besser befestigt, im Sinne von, da werden jetzt noch Fallen davor aufgestellt oder so. Oder es gibt zwei Torhäuser, durch die man sich durch irgendwas in der Richtung, ein doppeltes Torhaus oder Fallen davor oder eine Kombination aus beiden, irgendwas, um das Ganze ein bisschen schwerer zugänglich zu machen, aber das trotzdem die KI nicht aussetzt. Weil das ist das Ekligste. Selbst wenn es KIs sind, die halbwegs buddeln, die meisten KIs weigern sich, überhaupt normal zu arbeiten, wenn der Zug... Also, es ist halt so, als wäre die der Gegner gar nicht zugänglich, als wäre der von Gebirge umgeben oder sonst irgendwas. Oh Mann, das reicht immer noch nicht. Leute, da haben die Sklaven fast mehr erreicht als die Lanzenträger. Was zur Hölle? Ja, manch einer möge jetzt vielleicht sagen, hey, vielleicht können ja die Feuerballisten den Nord finishen. Nee, vergesst es. Vergesst es sehr schnell, dass Feuerballisten effektiv den Nord finishen. Ich dachte echt, ich sehe nicht richtig. Ganz, ohne zu viel von den Zahlen zu spoilern. Feuerballisten brauchen mehr Schüsse, um den Lord zu töten, als Bogenschützen.
Und das schon auf ebenem Grund. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn Höhenvorteil noch drin ist. Oder Nachteil. Ja, jetzt. Also jetzt wird spätestens. Jetzt wird jeder Depp aufbuddeln können. Jetzt. Es muss halt nur jeder Depp aufbuddeln wollen. Das ist so die Sache. Okay. Das ist einer der Nachteile vom kostenlosen Marktplatz. Der wird so schnell wieder aufgebaut, man könnte gar nicht merken, dass er weg ist. Das ist Schrödingers Marktplatz. Der ist gleichzeitig existent und non-existent. Oh, ey, es wurde aufgebuddelt. Und oh, die Schlange holt sich den Kill, oder? Ja. Da haben wir wieder, wieder Ausgleich. Wieder Schlange, Vasier, die teilen sich brüderlich die Kills auf. Es sei denn, schafft's nicht. Das, wenn es einen der Briten im Bogenschützen den Kill geklaut hätte. Alles klar. Damit hätten wir die Entscheidung. Wir haben das Finale und wir haben das Spiel um den letzten Platz. Oder um den vorletzten Platz, genauer. Was sagt die Statistik? Am meisten getötet hat der Schwein tatsächlich. Heftig. Dafür, dass er als erstes draufgegangen ist. Dann immer noch bis zum Ende. Vasier. Uiuiui, Geld. Geld, 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 Geld. Waffen natürlich die Schlange, ist ja klar. Das liegt einfach daran, dass die Holzproduktion halt so schnell arbeiten. Außer es ist ein Armbrüster, aber die macht ja die Schlange nicht. Ah, okay, ansonsten alles wie gedacht. Okay, alles klar, das war's. Und hier seht ihr nochmal jetzt den Turnierplan, wie es jetzt nun letztendlich aussehen wird. Wir haben, mal gucken, ob ich es aus dem Kopf hinbekomme, weil ich den Turnierplan blende ich ja nachträglich ein. Wir haben jetzt das Finale, das Spiel um Platz 5. Das da lautet Friedrich und Sultan gegen Vasier und Schlange. Das könnte wirklich sehr interessant werden. Und auf der anderen Seite, ein Match, vor dem es mich schon ein bisschen graut, einfach nur wieder wegen den Burggräben, ist Saladin und Philipp. Ja, gegen Schwein und Nisa. Schauen wir mal, wer letzter Platz und wer zumindest den Trostpreis bekommt im Sinne von, hey, du bist zumindest der Beste unter den Schlechtesten. Und das sehen wir dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bye bye.